Jo Leute, wir sind hier bei einem neuen Game, was im PlayStation Plus Abo nämlich verfügbar war, und es geht um Sifu. Sifu ist ein Kampfsportspiel, würde ich sagen. Wir müssen unseren verstorbenen, ich würde sagen, das war der Großvater, rächen und müssen uns da durch diverse Setups prügeln, muss man gewöhnlich sagen. Und es gibt neben den Charakteren, die da so kommen, natürlich auch verschiedene Gegnertypen, welche die Waffen haben, welche die keine Waffen haben, also meistens so Nahkampfwaffen, dicke Gegner, Tanks sozusagen. Und ich zeige euch einfach mal, wie das hier funktioniert. Mal gucken, ob das hier schon ein Verrückter ist, den wir vermöbeln können. If you're not on the list, you're not getting inside. Aha. Dann kommen wir eben so inside. So. Private Aber. Party. Ich denke, so kommen wir drin. Aber es ist ein verdammt schweres Spiel, muss man sagen. Also ich spiele hier auf die einfachste Schwierigkeitsstufe, weil wenn wir komplett am Boden sind und gestorben sind, dann passiert Folgendes. Dann sterben wir und normalerweise altern wir dadurch um jedes Jahr, also jeweils um ein Jahr. Yeah? Ja, oder jetzt auch What do you um. want? Du bist ausgeschalten. Ja, das ist gar nicht immer so einfach, muss man ehrlicherweise sagen. Man merkt, ich kann nicht mal am Kampf großartig sprechen. Aber wir nehmen mal hier noch eine Waffe auf. Das ist vielleicht ein bisschen besser für unsere Verhältnisse. So. Jetzt kommen wir hier in einer dicken. Oh, er hat hier schon geladene Hände. Oder was soll das hier sein? Das sieht erstmal ganz cool aus. Jetzt haben wir natürlich hier noch Mucke. Hier haben wir erstmal umgeworfen, aber. Und die Mucke dazu, ja. Oh, er hat uns jetzt hier einen Stein auf der Dings geschmissen. Oh, wem haben wir denn hier? Oh, jetzt kommt hier Super Saiyajin hier. Die vermöbelt. Sieht erstmal danach aus. Hier haben wir so ein Ding gefunden. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was das immer sein soll. Ich glaube, wir müssen mal gucken, ob wir Gesundheit bei niedrigen Waffenbeständigkeit, Formwiedergewinnung, Fokuswiedergewinnung. Wir machen mal 2800, so viele Punkte haben wir nicht. Vielleicht das hier. Genau, und dann gibt es einen Fähigkeitsbaum. Da kann man natürlich diverse Fokus, Angriff, Schwung hier irgendwas machen. Was muss man dafür machen? Mit Stabwaffen wird ein schwungvoller, so Fokus starker, fähiger. Schnelltritt, hoch, hoch, Dreieck.
Genau, die Erfahrungspunkte, die man eben sammelt, kann man dann dafür einsetzen, das hier sozusagen freizuschalten. Ne? Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier hin müssen. Du bist hier K.O. Vermutlich müssen wir hier hinten lang. So. Das Setting ist auf jeden Fall cool, kann man sagen. Oder kommen wir nicht durch? Wir brauchen die Access-Karte und die ist vermutlich da hinten. Müssen wir mal hier losjumpen. Vielleicht haben wir hier hinten noch eine Tür, in der wir rein können. Hier? Nee. Ist hier was? Ah, das sieht schon cool aus, muss man sagen, aber es ist tatsächlich sehr schwer. Also, die Gegner parieren und wie gesagt. So. Oh, jetzt kommt hier gleich. Oh, hat er abgewehrt hier. Und dann kriegt er hier so ein Special. Ja, und hat dann hier auch teilweise Moves drauf. Okay, der ist K.O. Siehst du, der war schon ziemlich heavy und der hat uns natürlich auch viel Energie gekostet, aber noch sind wir nicht gestorben. Das ist natürlich schon mal prima. Ist gar nicht, ob wir jetzt hätten durch diese eine Tür gehen müssen. Hier liegt nichts, was wir brauchen können, oder das hier vielleicht? Nee. Unsere Energie. Wissen Sie, die ollen Damen, nicht immer die stärksten. Na, kriegt er uns jetzt hier? Boah, sie vielleicht. So, was ist da los? Oh, da ist jemand, ein Freak, der offensichtlich. Na, wir sind auf der Suche nach, aber nur nach dem auf der Suche sind, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall nach jemandem, der unserem Großvater getötet hat. Und derjenige ist auch noch, den musste man am Anfang spielen, als Intro sozusagen. So, was ist hier los? Okay, er war nur irgendeiner. Machen wir mal vor sicherheitshalber ausgeschalten. Da ist so ein Dicker. Passt mal auf. Den müssen wir jetzt hier auch erledigen. Das ist wie Dicker so, ja. Wow. Wow. Ja, jetzt hat er uns vermöbelt. So, jetzt kann man eben, wie man hier sieht, auferstehen und dann wird man dann ja älter. So, das zieht sich natürlich das ganze Spiel. So, den haben wir vermöbelt.
Bam. Erledigt haben wir. So. War das nicht erst die Szene aus dem Video gerade auf dem auf der Leinwand? Wird wahrscheinlich jetzt ein Endgegner hier warten. Okay, ihr seid keine Bedrohung, so wie es aussieht. Wow. Na. Zack, hat sie uns erledigt, da siehst du. So, und auf Schüler stirbst du eben immer nur ein Jahr. Ansonsten zählt er bei einem ersten Stirb ein Jahr, beim zweiten Mal dann zwei Jahre, beim dritten Mal. Zack. Oh, jetzt haben wir gerade eine Lecture mal gehabt. Naja. Also ich finde es an sich ist echt cool, ja, macht Spaß, aber es ist verdammt schwer und diese Sterben dabei, weiß nicht wie viele Akte es hier gibt, aber es wird zu viele Akte geben. Der ist erledigt. Boah, K.O. Ah. Das sah schon cool aus auf jeden Fall. Oh, da ist leben die da unten noch. Nee. Tja, jetzt haben wir nur noch den dicken hier. Nee, haben wir nicht. Ah. Kannst du auch nur entfliehen eigentlich. Ja, jetzt hat er mich. Ah, es ist aber auch verdammt schwer, muss ich sagen. Wie gesagt, du kriegst die auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich alle Kombos da richtig drücke. Das ist natürlich nicht ernst so. Ah, K.O. Pol. Oh, was ist da los? Ja, aber man sieht, es macht Bock, aber es ist einfach nur heavy. Es ist einfach nur heavy. Und ich weiß nicht, wie viele Chapter es gibt, aber offensichtlich ist das hier der Endbereich des Clubs. Und er ist. Ja. Siehst du, wir haben noch nicht mal unten großen Schaden ausgerichtet hier. Und sind schon halb K.O.
Ah, sie ist, oh, ist aber auch schon halb runter, wa? Oh. Na, ja, hat er uns. Ey. Schnelltritt. Drehkantritt. Was ist das? Dreieck, Dreieck, Dreieck. Das haben wir ja eigentlich auch schon, aber irgendwie funktioniert das so, weil das nicht auf einer Rückhandfaust. Fokus an Waffenfang, Rückstoßabwehr, Bodenkonter, Umweltkontrolle. So. Jetzt komm, hey du Pisser. Ah, haben wir. Was haben wir denn hier jetzt? Mit der Karte kann ich direkt zum Brand. Was auch immer das sein soll. Okay. War das jetzt schon der Endgegner? Kann natürlich durchaus sein. Kann aber auch sein, dass das nicht war. Wir erwarten uns zwei Türen. Okay, ob das jetzt der Weg ist, weiß ich nicht. Wir können natürlich auch. Okay, zurück geht nicht mehr. Was willst du denn hier von mir? Du denn hier für einen Anzug an hier? Flammenboy oder wer bist du? So, haben wir erstmal einen Drehkick gemacht hier. Und hier steht hier noch was drum. Boah, Gesundheit bei Niedrigen. Erhöht Gesundheit bei Niedrigen. Halt maximale Form, sollte man vielleicht mal machen. Oh, hier haben wir eine Waffe, das ist immer gut. Waffen sind immer gut. Stuntman, aha. Gibt's hier noch irgendwas? Was ist denn das hier? R1. Da können wir umherwerfen. Ah, okay. Das ist auch gut. Das haben wir jetzt offensichtlich freigeschalten. Oh, jetzt kommt der Endgegner. Jetzt kommt Mr. Unbekannt. Na? Was ist jetzt hier los? Ladebug oder was? Hm. Man hört irgendwie Geräusche, aber so richtig. Weiter geht's hier nicht, oder was? Da ist abgestürzt. Hm. Was ist das denn jetzt hier gewesen? Oder hinten ist The Freak One, glaube ich. So, müssen wir mal gucken, was wir da jetzt machen. Kleinen Moment. So, zack. Jetzt ist er weg. Haben wir nicht immer hingeguckt. Jetzt der Brand. Na, bist du denn hier für immer, ja? Na, bam, bam. Be careful.
Was du hier für Kicks mit mir hier? So. Und du erstmal zack. Bam. Aber nämlich gleich mal so einen Wurf hier macht hier mit den. Ja, nicht meine Weapon. Du droppst dich jetzt erstmal hier. Analyse, Archiv, Prüfung. Okay, schauen ist offensichtlich. Aha, so. Boah. Wo ist das denn hier? Boah. Boah. Jetzt hat sie uns erledigt. Das ist doch Käse hier. 29 sind wir jetzt schon. Jetzt wissen wir aber nicht, wo wir hier hin müssen. Wahrscheinlich hier nicht runter. Waren wir schon? Was war hier? Okay, nehmen wir mal lieber eine neue Waffe auf. Die halten nämlich nicht immer so lange. Okay, hier ist niemand. Vermutlich müssen wir. Hier geht's nicht lang. Bretter hier. Hm. Ach, da hinten. Ne, da hinten geht's auch nicht lang. Wo sollen wir denn hin? Oder kommen wir jetzt hier durch die Tür durch? Ja. Da oben ist jetzt nicht wieder ein schwarzer Bildschirm. Ne. Das ist natürlich auch ein geiler Effekt hier. Oh, da ist er. Ja. Hä? Jetzt hier komische Gestalt. So, wo müssen wir jetzt lang? Hier hinten? Ja. Ist hier noch irgendwas, was wir aufnehmen können? Nee. Hallo? Ich bin's. Hier ist niemand. Da hängt irgendwas. Oder steht da was wahrscheinlich? Was auch immer das zu bedeuten hat. Wir wissen es nicht. So, ich habe natürlich ein Special Outfit an. Also normalerweise sieht der Charakter wahrscheinlich ein bisschen anders aus. Feuerkästchen. Aha. Was auch immer das heißt. Kommt da jemand? Nee. Schon ein bisschen spooky hier, oder? Waren wir hier schon mal? Oh. End of the road for you. Come
Er ist erstmal außer Gefecht. Jetzt kommst du hier noch. Oh. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Da hinten vielleicht irgendwas, was wir brauchen könnten. Stühle und Tische. Ne, hier ist nichts dran. Okay, offensichtlich müssen wir hier lang weiter. Hier sind irgendwelche Leute vermöbelt worden. Der Club. Okay, offensichtlich. Wenn das passiert, nähern wir uns eigentlich immer dem Endgegner. Der ist schon echt heavy. So. Das sollten wir vielleicht verwenden. Ist das Sean? Das da hinten ist scheinbar Sean. Ne, der sieht nicht aus, als ob er noch lebt. Oder? Doch. Das ist Sean. Mit der Kippe. C4. My arms are yours. Leave. I recognize that uniform. It represents a school for the weak and feeble. Der große König oder was? Ich sehe nicht mehr durch. Gibt es hier irgendwelche Umgebungsgegenstände, die wir ihm an den Kopf schmeißen können? Ah, ist das ein... Ein Blödmann. Ich muss immer wirklich diese alten Kombis ab. Warum kann man den dann immer nicht abwehren? Das ist aber auch wirklich...
Ja, jetzt geht's in die zweite Runde. Ja. Mit der Kippe im Mund? Da kannst du mir nicht sagen. So sahst du doch gerade ja nicht aus. Oh, jetzt brennt hier alles. As good as Yang. I thought he was unchallenged at that old bastard's school. Oh. Kann hier auch keine Umgebungsdinger nehmen und vermöbelt uns doch schon wieder. Ach, das ist da zum Kotzen. Ach. Und dann immer diese Tisch. Ach, es ist wirklich zum Kotzen. Aber daran sieht man, dass es vielleicht, stelle ich mir einfach zu doof an, das kann natürlich auch sein, aber... Man muss ja jetzt mal langsam vermöbelt werden können. Was komm. Da, jetzt haben wir die Pissnelke. Ah, das war heavy. Das war wirklich der hasserfüllte Stabkämpfer. Zack. So, wir sind wieder zurück in unserem Unterschlupf, glaube ich. Ja. Genau. Ja, das ist immer so unsere Base und dann kann man hier, was weiß ich, auch nochmal üben, sich Plakate anschauen, zum nächsten Kampf gehen und so weiter und so fort. Ja. Das ist genau, hier kann man seinen Fähigkeitsbaum nochmal upgraden und hier hinten geht man dann eben an diese Tafel und hier geht es zum nächsten Kampf.
Gut, aber das soll es erstmal an der Stelle dafür gewesen sein. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr von dem Spiel haltet. Das ist übrigens hier Sifu. Den sind wir da, um ihn zu rächen.